Okay, wir werden in diesem Video über die Veränderung der Amplitude, der Periodenlänge und Phaseverschiebung von trigonometrischen Funktionen, Sinus- und Cosinus-Funktionen. Wir werden erstmal mit Phasenverschiebung anfangen und wir sehen hier die generelle Formel und die Verschiebung hier, Phasenverschiebung hier und Phi. Wir haben hier zwei Grafiken, in denen die Phasenverschiebung nach links und nach rechts gezeichnet haben. Nach links, in dieser ersten Grafik hier, sehen wir erstmal die normale Sinusfunktion in rot gezeichnet. Und dann sehen wir die Funktion nach links um Pi durch 2 verschoben ist. Das ergibt uns hier Sinus von x plus Pi durch 2. Um das besser zu verstehen, habe ich hier eine Einheitskreis gezeichnet. Da sehen wir, wenn man auf der Richtung geht, da haben wir die Gegenrichtung, also Gegenrichtung oder Gegenuhrzeitsinne. Und nach links wäre dann die Uhrzeitsinne. Man muss nicht vergessen, die trigonometrische Richtung ist die Gegenrichtung der Uhrzeitsinne. Also das heißt, wenn man hier, diese Seite hier ist die positive Seite und irgendwie als die rechte Seite betrachtet und das ist hier die linke Seite, da haben wir die rechte Seite und die linke Seite. Wenn man nach links um Pi durch 2 verschiebt, sollen wir hier von 0 bis minus Pi durch 2 gehen. Das heißt, wie wir hier gemacht haben. Und natürlich hier muss man merken, dass eine Verschiebung nach links entspricht y gleich Sinus von x plus Pi durch 2, wie wir hier in der Grafik gesehen haben. Zweitens haben wir die Verschiebung, also Phasenverschiebung nach rechts. In unserem Einheitskreis hier können wir sehen, das ist die rechte Seite. Wenn wir nach rechts verschieben, dann sollen wir hier von 0 bis Pi durch 2 gehen. Das heißt, wir gehen hier von 0 bis Pi durch 2. Und die Funktion ist dann irgendwie von der Nullstelle um Pi durch 2 in der rechte Richtung verschoben. Und natürlich, man kann auch hier merken, dass eine Verschiebung nach rechts entspricht y gleich Sinus von x minus Pi durch 2. Also das heißt, wenn man nach rechts verschiebt, dann muss man minus Pi durch 2 machen. Und wenn man nach links verschiebt, dann muss man plus Pi durch 2 schreiben. Zweitens haben wir die Veränderung der Periodenlänge. Das bedeutet hier, dass unsere Sinusfunktion in dem Fall wird in der Richtung der x-Achse um den Faktor b gestreckt. 1 durch b, sagen wir eigentlich. Das ist hier unsere generelle Formel. Wir sehen hier mit dieser ersten Funktion hier, wir haben die Sinusfunktion in rot wie vorher und unsere zweite Funktion, die gestreckte, die hier um den Faktor 2 gestreckt ist, also 1 durch 2 wäre 0,5. Das heißt, dass unsere Sinusfunktion hier so wie die grüne Funktion hier läuft. Das heißt hier, wie wir vorher gesagt haben, das ist hier, es geht hier um Periode. Die Periode unserer roten Funktion ist von 0 hier bis Pi. Und es wurde uns gesagt, also da haben wir nur eine Periode. Und es wurde uns gesagt, dass wir zweimal Änderungen, bis wir zu Pi ankommen. Da haben wir hier eine Periode und zwei Perioden bis zu Pi. Und das wurde unsere Funktion irgendwie gestreckt. Haben wir denn eine Periode und zwei Perioden innen drin. Also das bedeutet, von 0 bis Pi müssen wir zweimal x zeichnen, bevor wir zu Pi ankommen. Und als Merkung sagen wir, der Graph der Sinusfunktion in Richtung der x-Achse um den Faktor 1 geteilt durch b gestreckt. Das heißt, wir haben hier y gleich Sinus von 2x. Die Funktion ist um 2 gestreckt. Und natürlich, wenn b gleich 2 ist, bedeutet, dass die Sinus von bx bereits bei 90 Grad ist. Und wir sehen hier genau bei 90 Grad Pi durch 2, dass Sinus schon gleich 0 ist. Auf der anderen Seite haben wir die Sinusfunktion in rot gezeichnet. Und Sinus von 4x. Hier wurde uns gesagt, dass die Funktion, also 4 um 4 gestreckt, ein Viertel gestreckt ist, das heißt geteilt durch 4. Eine Periode wird durch 4 geteilt. Wir haben hier, die Periode ist von 0 zu Pi. Und jetzt, wir zeichnen von, also die grüne Funktion von 0 zu Pi, müssen wir 4 Perioden in der Art haben. Wir haben eine Periode hier, zwei Periode, drei Periode und vier Periode. Und natürlich, wenn b gleich 4 ist, werden wir dann
Sinus von bx haben, der bereit bei 45 Grad war, wir denn haben Sinus von 1 Viertel von Pi, das ist Pi durch 4, 45 Grad. Und natürlich Sinus von Pi durch 4, sehen wir hier genau, ist direkt bei 0. Schließlich haben wir die Veränderung der Amplitude und wir haben unsere generelle Formel hier, y gleich a. A hier ist die Amplitude oder Streckfaktor mal Sinus von x. Und wir haben hier in dieser Funktion wieder unsere Sinusfunktion gezeichnet. Und mit diesem Faktor 2 wird unsere Funktion jetzt in der Richtung der y-Achse um diesen Faktor 2 gestreckt. Da haben wir hier, das ist die y-Achse. Unsere Amplitude vorher war 1. Die neue Amplitude wird dann 2, wie die zweite Funktion hier meint. Und unten wird dann das Gleiche. Statt 1 Amplitude hat die Funktion 2. Und natürlich kann man hier merken, dass wenn die Sinus in der Richtung der x-Achse, y-Achse um den Faktor a gestreckt ist, weil a hier gleich 2 ist. Und unsere zweite Funktion, wir haben wieder die Sinusfunktion gezeichnet, normal. Und diese zweite Funktion ist jetzt um 0,5 oder 1,5 in der Richtung der y-Achse um diesen Faktor 0,5 gestreckt. Natürlich, da haben wir 0,5, die Hälfte der Folgeperiode. Die Folgeperiode war 1, das heißt die Funktion. Hier wird hier seine Periode reduziert sehen. Und das ist, was wir hier haben. Und wir die gleiche Funktion gezeichnet, aber mit einer kürzeren Periode als vorher. So sagen wir, die Sinus in der Richtung der y-Achse um den Faktor a gestreckt ist mit a gleich 0,5. Okay, in diesem Video haben wir prinzipiell über Sinusfunktion und seine Veränderung, also der Amplitude, Perioden, Länge und Phasenverschiebung. Wir werden im nächsten Video einen Zusammenhang, also kombinierte Formen, indem wir eine Funktion mit zusammen die Veränderung der Amplitude, der Periodenlänge und Phasenverschiebung haben. Das kann man auch haben. Und natürlich werden wir uns um Cosinusfunktion auch kümmern. Also das war's denn mit diesem Video. Merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Tschüss.